Hey, ich bin Valentin. TSMC oder auch Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ist die größte Firma der Welt, von der die meisten Menschen wahrscheinlich noch nie gehört haben. Es ist die 10-wertvollste Firma der Welt und hat sich auf die Herstellung von Computerchips spezialisiert. Und sie produzieren für Apple fast alle Chips, die diese in ihren iPhones, iPads und Macs verwenden. Aber auch für Samsung, Xiaomi, Nvidia, AMD und viele mehr. In diesem Video möchte ich zeigen, wie die modernsten der modernen Computerchips hergestellt werden, wieso dieser Prozess vielleicht das Spannendste ist, was Menschen hier entwickelt haben und auf was wir uns in Zukunft freuen können. Viel Spaß! Jeder hat schon mal gehört, dass Prozessoren aus vielen winzigen Schaltern, genannt Transistoren, aufgebaut sind. Aber was bedeutet das eigentlich? Transistoren bestehen aus Silizium, was wegen seiner einzigartigen Eigenschaften verwendet wird. Silizium ist ein Halbleiter, was bedeutet, dass es sowohl Strom leiten als auch isolieren kann, je nachdem, wie es behandelt wird. Bringt man in die Siliziumkristallstruktur Fremdatome, wie beispielsweise Bor oder Phosphor ein, ändern sich die Leitungseigenschaften des Materials. Setzt man diese Materialien dann aneinander, entsteht eine Diode. Eine Diode kann man auch als Einbahnstraße für Strom verstehen. Zwei Dioden in gegenüberliegender Anordnung ergeben einen Transistor. Bei diesem nutzt man verschiedene elektrische Effekte aus, um mithilfe eines Stromes oder einer Spannung einen anderen Strom zu steuern, wie bei einem Schalter. Bei einem Schalter nutzt man halt die Kraft eines Fingers, um den Strom zu steuern. Mithilfe dieser Transistoren kann man nun beginnen, Logikschaltungen aufzubauen. Das ist quasi die elektrotechnische Realisierung der abstrakten Logikmathematik. Rechenwerke, Steuerwerke und Register eines Prozessors sind grundlegend eine Ansammlung von logischen Schaltungen. Die grundlegende Funktionsweise möchte ich dabei mal am UND- oder auch END-Gatter genannt erklären. Es gibt viele verschiedene grundlegende Gatter, wie beispielsweise das AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR und XNOR, aber alle basieren auf einer Zusammenschaltung von verschiedenen Transistoren. Computer funktionieren binär, auch das hat man vielleicht schon mal gehört, sie werden also durch Einsen und Nullen gesteuert. Dabei bedeutet 1, Strom fließt, und 0 kein Strom. Bei der AND-Schaltung habe ich zwei Eingänge und einen Ausgang. Das Ziel der AND-Schaltung ist es, dass nur Strom fließt, also der Ausgang auf 1 steht, wenn auch beide Eingänge auf 1 stehen. Und das realisiert man durch zwei Transistoren in Reihe geschaltet. Nur wenn beide Transistoren Strom durchlassen, fließt auch Strom am Ausgang. Dieses Video wird unterstützt vom IONOS Agentur Partnerprogramm. Damit kann man seine eigenen Leistungen anbieten und Kunden gewinnen, egal ob als Agentur, Freelancer oder Webprofi. Angenommen, ich soll für einen Kunden eine Website bauen. Das ist die Schaltzentrale aller meiner bei IONOS betreuten Kunden und Projekte. Ich kann einen Kunden in meinem Konto anlegen, mit Name, Bild und Kontaktdaten. Ich habe jederzeit alle Daten zur Hand, die ich brauchen könnte. Dann kann ich meine Anfrage an deren IONOS Kundenaccount stellen, dessen Leistung für das Projekt nutzen zu dürfen und alle Verträge und Produkte im Single Sign-On zu verwalten. Gemeinsam kann man dann Projekte anlegen, zum Beispiel den Aufbau eines Blogs sowie eines Online-Shops und kann dem Projekt direkt die entsprechenden Verträge zuordnen, sodass ich auch hier schnell Zugriff auf alle wichtigen Daten habe. Dabei sind speziell konfigurierte professionelle WordPress-, Hosting- und Cloud-Lösungen bereits inbegriffen. Angelegte Projektaufgaben werden mir dann im Dashboard nach Dringlichkeit präsentiert, sodass ich weiß, woran ich als nächstes arbeiten sollte. Als Agentur-Partnerprogramm-Kunde bekomme ich außerdem Zugriff auf exklusive kostenlose Testversionen und bei Problemen gibt es einen 24/7 Experten-Support sowie ein Account-Management-Team als Premium-Partner, die mir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Für mehr Informationen findet ihr einen Link in der Beschreibung. Danke an IONOS für die Unterstützung und damit zurück zum Video. Die Zusammenstellung dieser Logikgatter zu komplexeren Konstrukten, die dann grundlegende Befehle wie Grundrechenoperationen und Speicherauslesen ausführen, ist Aufgabe von ganzen Firmen. Theoretisch kann das jeder tun, der das will, aber mächtig werden diese Instruction Set Architectures erst dann, wenn sie zu Industriestandards werden und damit von einer großen Menge von Hard- und Softwareherstellern unterstützt werden. Diese sind damit untereinander interoperabel, wie man besonders bei Linux und Windows sehen kann, die problemlos auf vielen Intel- und AMD-Chips laufen. Die zwei bekanntesten sind dabei x86, was hauptsächlich in Computer- und Laptop-Chips zum Einsatz kommt, sowie ARM, was man vor allem in Smartphone-Prozessoren und Apples M-Chips findet. Diese Instruction Set Architectures sind aber intellektuelles Eigentum, weil es grundlegend Wissen ist, wie die Zusammenstellung dieser Schaltungen zu einem bestimmten Ergebnis führt. Inzwischen gibt es sehr viele Firmen, die sehr, sehr spezifische Anforderungen an ihre Chips stellen und deswegen beschlossen haben, keine Prozessoren einfach von der Stange zu kaufen, sondern diese selbst zu designen. Das bedeutet, dass aufgrund der Anforderungen, beispielsweise die Anzahl der Prozessorkerne und spezialisierter Rechenwerke sowie die Anordnung und Zusammenstellung von Komponenten ganz frei gestaltet werden kann. Diese Firmen erstellen also die tatsächlichen Baupläne für die Chips.
Tesla macht das zum Beispiel für ihren Full Self Driving Chip, der eine gewisse Anzahl von Pixeln bei einem bestimmten Verbrauch verarbeiten muss, aber auch Apple designt zum Beispiel extrem effiziente Chips, die in der Größe dann auf die benötigte Leistung skaliert werden können. Diese Firmen lizenzieren also die Instruction Set Architecture von zum Beispiel ARM und nutzen diese, um eigene Chips zu designen. Allerdings haben sie selbst meist keine Fabriken, um die Chips herzustellen, sondern outsourcen das Produzieren an hochspezialisierte Firmen, die das für sie übernehmen, wie zum Beispiel TSMC oder GlobalFoundries. Und hier kommen wir zum spannenden Teil, denn Chipproduktion ist extrem kapitalintensiv und unglaublich komplex. Deswegen können sich kleine Chipdesigner es gar nicht leisten, eine eigene Produktion aufzubauen. Es hat sich deswegen in den letzten Jahrzehnten der Trend fortgesetzt, dass es hochspezialisierte Firmen gibt, die sich nur damit beschäftigen, diese Chips herzustellen. Damit können Aufträge gebündelt werden und die Technologie sowie die Kosten durch Skaleneffekte für mehr Firmen verfügbar gemacht werden, beziehungsweise wird es überhaupt erst möglich. Deswegen sehen wir zum Beispiel TSMC, die nie einen anderen Ansatz hatten, aber auch Samsung, die inzwischen für andere Hersteller produzieren, GlobalFoundries, die übrigens eine Produktionsstätte in Dresden haben, als AMD-Ausgründung, und auch Intel denkt über diesen Schritt nach. Und alleine TSMC investiert jedes Jahr ca. 50% seines Umsatzes in die Weiterentwicklung der Produktion für neue Maschinen und neue Produktionswege. Das ist extrem kapitalintensiv und führt dazu, dass es auf Ebene der 5 Nanometer fast keine Konkurrenz gibt. Fast keiner kann es sich leisten, pro Jahr viele Milliarden US-Dollar auszugeben, um am Ball zu bleiben. Und selbst das ist ja kein Garant dafür, dass man es am Ende auch tut. Dazu befinden sich nahezu alle TSMC-Produktionsstandorte, also die, die die modernsten Chips der Welt produzieren, in Taiwan. Was gleichzeitig eine Art Schutzschild für die Insel ist, die China als abtrünnige Region ansieht. Denn würde hier ein Krieg stattfinden und nur ein paar dieser Fabs würden zerstört werden, dann würde das eine Chipkrise ungeahnter Art auf der Welt auslösen. Das will man sich ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Dazu ist die Herstellung unglaublich wasserintensiv, was dazu führt, dass auch Trockenheit kritisch sein kann. Und ironischerweise werden gerade einige Chip-Produktionsstandorte in der Wüste der USA aufgebaut. Mag man von halten, was man will. Um Chips produzieren zu können, braucht es einige Voraussetzungen. Zum einen braucht es sogenannte Silicon Wafer. Das sind dünne Scheiben aus ultrareinem Silizium, in die Chips eingeätzt werden. Um diese herzustellen, braucht man Sand, aus dem das Silizium gewonnen wird. Das heißt im Englischen übrigens Silicon, nicht Silikon im Deutschen, ne, sondern Silicon, Silizium, daher übrigens auch der Name Silicon Valley. Dieses Silizium wird durch sehr schwierige Reinigungsverfahren ultra rein gemacht und dann mit Hilfe eines Stadtkristalls durch Drehen und gleichzeitiges Ziehen in gigantische Monokristalle gezüchtet, die dann in Scheiben geschnitten werden. Diese Scheiben werden dann erst mechanisch und dann chemisch poliert und geglättet und dann als Silizium-Wafer an die Fabs, also die Produktionsstandorte der Chips, gesendet. Dann braucht es die Produktionsstandorte an sich, an welchem die Chips in die Wafer geätzt werden. Weil dieser Prozess sehr anfällig ist und Staub bei der Größe von nur wenigen Nanometern der absolute Endgegner ist, sind die Produktionsstandorte gigantische Reinräume von der Größe von 4 bis 5 Fußballfeldern. Und diese Reinräume sind bis zu 100.000 Mal sauberer als Reinräume in Krankenhäusern, mit nur wenigen hundert Partikeln pro Kubikmeter Luft. Und selbst das reicht tatsächlich noch nicht, denn die Wafer werden deswegen in sogenannten Pods durch die Reinräume transportiert, die dann in die entsprechenden Maschinen eingelassen werden, um dort verarbeitet werden zu können, nur um sie noch besser vor Staub zu schützen. Das Licht in den Produktionsstandorten ist übrigens auch gelb, damit die entsprechende Flüssigkeit, auf die wir gleich zu sprechen kommen, nicht mit dem normalen Licht reagiert. Als letztes braucht es nämlich noch die unglaublich teuren Produktionsmaschinen. In der Vergangenheit wurde hier ultraviolettes Licht eingesetzt, um Chips zu produzieren. Dieser Vorgang nennt sich dann Lithografie und er läuft dabei so ab, dass der Wafer mit einer Flüssigkeit benetzt wird, die beim Kontakt mit Licht reagiert. Danach wird die Flüssigkeit abgewaschen und übrig bleibt dann das, was mit Licht in Kontakt kam. Dazu bringt man eine Maske des Chips, den man bedrucken will, vor eine Lichtquelle an. Dann wird das Licht durch Spiegel und Linsen so verkleinert, dass die Maske im Miniaturformat in den Wafer geätzt wird. Deswegen sind die Hersteller dieser teuren Maschinen oft auch solche, die mit Optiken arbeiten. Da gehören dann bekannte Namen wie Canon und Nikon dazu, aber Marktführer ist aktuell das niederländische Unternehmen ASML oder auch ASML genannt. Die arbeiten eng mit Carl Zeiss zusammen, oder auch nur Zeiss, die ja auch für ihre Qualitätsoptiken bekannt sind. Irgendwann ist man aber an eine Grenze geraten, denn werden die zu druckenden Elemente
sehr viel kleiner als die Wellenlänge des eingesetzten Lichts, verschwimmen die Kanten und die Chips funktionieren dann nicht mehr richtig. Das ist das gleiche Prinzip, wie so optische Mikroskope nur so stark vergrößern können. Kommt man an die Grenzen von Wellenlängen, dann wird's unscharf. Bei Mikroskopen setzt man dann auf Elektronenstrahlen, die deutlich kleinere Wellenlängen haben, bei Lithografie auf extrem ultraviolettes Licht oder auch EUV. Dieses Verfahren hat bisher nur ASML gemeistert und ist damit aktuell ein Monopol auf diese Technik. Es gibt also keinen anderen Hersteller dieser Maschinen. Dabei wird dann Zinn in kleinen Tropfen zerstäubt und zweimal von einem Laser quasi pulverisiert. Das passiert ca. 50.000 Mal pro Sekunde. Das daraus hervorgehende extrem ultraviolette Licht wird sogar von Luft absorbiert, weswegen das Ganze im Vakuum stattfinden muss. Das Licht wird dann über Spiegel so reflektiert und verkleinert, dass am Ende winzige Strukturen von nur wenigen Atomen Breite in das Silizium geätzt werden. Dabei hört man immer wieder sowas wie 5, 7 oder 3 Nanometer, das sind am Ende aber nur Marketingnamen und die sagen nichts über die tatsächliche Transistorgröße aus. Wir befinden uns hier aber auf einem Level, in dem Quanteneffekte schon eine Rolle spielen, was beim Design des Chips unbedingt beachtet werden muss. Eine dieser Produktionsmaschinen kostet bei ASML übrigens zwischen 130 und 150 Millionen US-Dollar, eine Maschine, und wiegt knapp 100 Tonnen. Pro Jahr stellt ASML nur ca. 25 Stück her, das heißt, da darf beim Transport echt nichts schief gehen. Man nutzt also Licht bzw. EUV, um Schablonen zu bilden, um die Transistoren in die Wafer zu ätzen. Danach geht es weiter zur Ionenimplantation, wo die Leitungseigenschaften der Transistoren herausgebildet werden durch Dotierung des Siliziums, das ist ja das, was wir am Anfang des Videos besprochen haben. Danach werden die Transistoren mit Leitern verbunden, zwischendurch gereinigt und am Ende abgeschliffen. Zum Schluss werden die Wafer dann zerschnitten. Da der Ätzvorgang sehr anfällig für Staub ist, gibt es einen vergleichsweise hohen Ausschuss bzw. Chip-Defekte. Die Chips werden also geschnitten, verkabelt, in ein Gehäuse verpackt und dann getestet. Und im Fall von Apples M1 Max Chips passiert hier was sehr, sehr Kluges. Denn zum einen hat jeder M1 Max Chips zwei NPUs, also Neural Processing Units. Geht eine davon nicht, stört das nicht, da man noch eine andere hat, die genutzt werden kann und nur eine gebraucht wird. Funktionieren ein paar Grafikkerne oder Prozessorkerne nicht, werden diese deaktiviert und die Chips günstiger verkauft. So entstehen übrigens auch zum Teil i5 und i3 Chips aus der i7-Reihe. Das Ganze nennt sich Binning und ist absoluter Standard in der Industrie. Gibt es aber einen größeren Fehler im unteren Teil des M1 Max, wird dieser einfach beschnitten und damit dann zum M1 Pro, welcher auch nochmal Defekte haben kann und damit für uns günstiger wird als gebinnter M1 Pro. Das ist ein kluges Design. TechAlter hat es sehr gut zusammengefasst, als er sagte, dass die Flaschenhälse in der Entwicklung der Instruction Set Architecture, Produktion der Chips und der Entwicklung und Produktion des Equipments liegen. Deswegen sehen wir gigantische Anstrengungen der Weltmächte, besonders diese drei Punkte in lokalen, anliegenden Unternehmungen zu entwickeln. Es bleibt sehr spannend, wie sich der Markt dafür entwickelt. Das Feld ist ja unglaublich komplex, extrem teuer und ich finde es sehr beeindruckend. Ich denke, Chipproduktion ist das Beeindruckendste, was wir als Menschen je entwickelt haben. Denn was dafür alles zusammenkommen muss, ist unglaublich. Und ich hoffe, ich konnte das in diesem Video zeigen. Von der Entwicklung der Logikschaltungen über Festlegung von allgemeingültigen Instruction Sets, das Chipdesign, die Herstellung bis hin zum Einbau in die Geräte und die Programmierung der entsprechenden Software. Ich finde es stark. Übrigens sind diese Flaschenhälse in der Produktion einer der Auslöser dieser Chipkrise. Weil viele Hersteller zu Anfang der Pandemie ihre Produktion und Aufträge gedrosselt haben, nur um dann mehr einzukaufen, weil es doch nicht so kam, wie sie erwartet hatten, aber gleichzeitig jeder auch mehr Elektronik brauchte, da gibt es bis heute einfach nicht genügend Produktionskapazität. Man sagt wohl, es soll bis 2024 dauern. Aber bis dahin bin ich Valentin und unsere Welt ist fantastisch.